Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Erlangerinnen und Erlanger, zunächst mal Ihnen allen ein frohes neues Jahr, aber auch heute ein Update zum Thema Corona. Zunächst mal so zur Lage in der Stadt, was sehr gut ist. Die Inzidenzwerte sind in Erlangen deutlich zurückgegangen, liegen jetzt, ich sag mal, konstant unter 100. Das ist gut. Und an der Stelle auch vielen herzlichen Dank an Sie alle, die über die Feiertage mit dazu beigetragen haben, dadurch, dass Sie sich beschränkt haben. Ich weiß, wie schwer das gewesen ist. Ich weiß, wie schwer es mir gefallen ist und unseren Kindern und unserer Familie. Aber es ist in dem Jahr notwendig gewesen. Also herzlichen Dank. Leider ist die Entspannung bei den Erkrankungen, die wir zumindest hier in Erlangen sehen, hat sich noch nicht durchgeschlagen auf die Situation in den Kliniken. Besonders in unserer Uniklinik ist die Situation unverändert angespannt. Wir hoffen, dass das in den nächsten Wochen ein bisschen besser wird, aber es wird nur dann besser, wenn die Fallzahlen weiter nach unten gehen. Und sie müssen, damit wir zur Verfolgbarkeit wieder kommen, noch deutlich nach unten gehen. Deshalb gibt es jetzt neue Regelungen, schärfere Regelungen, und die werden von vielen von uns noch mal eine ganze Menge abverlangen. Sie haben es mitbekommen, ab jetzt, ab Montag, nur noch eine Person außerhalb des eigenen Haushalts, die man treffen kann. Das ist deutlich weniger wie bisher. Ich bitte Sie trotzdem, das einzuhalten. Und wichtig, Thema Schule und Kindergärten. Es bleibt dabei, dass ab Montag Schulen und Kindergärten geschlossen sind. Für die Schulen gilt Distanzunterricht. Die Kindergärten und Kitas sind geschlossen, aber es gibt eine Notbetreuung, sowohl im Kindergarten wie auch in allen Kitas und für Schülerinnen und Schüler bis zur 6. Klasse. Informieren Sie sich da bei Ihrer jeweiligen Einrichtung, wie das dort geregelt ist. Aber klar ist, jeder, der Betreuung braucht, der bekommt auch Betreuung. Und gleichzeitig gilt, versuchen Sie es so wenig wie möglich zu nutzen, weil umso weniger Kontakte, umso besser, umso weniger kann sich das Virus verbreiten. Ein letzter Punkt, der mir noch wichtig ist: Ab Montag bleiben ja auch die Geschäfte weiter geschlossen. Wir führen in Erlangen den Lieferservice weiter. Nutzen Sie den auch, unterstützen Sie den Handel hier vor Ort und nutzen Sie auch die neuen Möglichkeiten, die es jetzt gibt, bei Ihren Händlerinnen und Händlern zu bestellen und die Ware dann dort direkt abzuholen. Aber auch an der Stelle bitte immer mit dem notwendigen Abstand, immer Maske tragen und dabei vorsichtig sein. Es ist jetzt nicht der Sinn der Sache, dass sich vor irgendwelchen Läden lange Schlangen bilden, sondern es ist der Sinn der Sache, dass Sie mit einem guten Termin hinkommen, ihre Ware abholen und trotzdem hier vor Ort kaufen, weil das ist wichtig, weil wir wollen ja nach der Krise, soweit es geht, weiterhin eine Innenstadt haben, die lebens- und liebenswert ist. In dem Sinne, halten Sie weiter Abstand und bleiben Sie gesund.